Christine Riedl, rührige Ehefrau von Opernstar Kurt Riedl, initiierte nicht nur eine Bildbandbiografie ihres Mannes, sondern auch die aufwendige Buchpräsentation in Wien. Beim Titel gab es ein bisschen Reibereien. Naja, die Reibereien sind, weil ich wollte dieses Mega nicht. Ich wollte das. Ich nicht? Ich wollte das für Mega. Dich besonders nicht. Ja, ich wollte das Mega nicht. Wenn man 60 ist, dann gibt es natürlich schon zwei Generationen vor mir. Allerdings muss ich dazu sagen, Das Leben fängt nicht mit 60 an, aber es wird schon ganz schön interessant. Das Bühnentier wurde von Freund Gottfried Hellmein gemalt. Das Original, das nun den fast 4 Kilo schweren Ziegel ziert, im Naturhistorischen Museum gut bewacht. Naja, schließlich handelt es sich um einen Kollegen. Er ist ein studierter Biologe. Er hat sich für Stachelhäuter besonders interessiert. Der Megabass hat aber auch noch andere versteckte Qualitäten. Bei dem Fußballspiel in Salzburg, er hat mich nicht gefault, aber ich bin aufgelaufen auf ihn. Und auf einmal ist dieser Marmorblock vor mir gestanden. Und ich bin auch so wie eine Feder, bin ich weggeflogen von ihm. Und ich glaube, das Einzige, was mir in der Ohnmacht noch eingefallen ist, dass ich ihn gefragt habe, bist du deppert? Sie sind ja unsere EM-Hoffnung. Ja, 20 Kilo weniger. Ja, dann stelle ich mich zur Verfügung. Einen Moment, wie weit unten waren Sie jetzt mit der Kamera? Ist in Ordnung. Also gut, jedenfalls, was Sie nicht verstehen, wir sind ja immer Trainer. Sie sagen immer Trainer. Da kommen Sie nach der 15. Partie drauf und sagen, wir sollten uns überlegen, einmal über den Flügel zu spielen. Und da brauche ich ja keinen Trainer dafür. Das weiß ich doch schon vorher.